Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Serbien ist ein wunderbares Land mit einer starken Kultur, mit fleißigen Menschen. Wie ich immer wieder sage, Serbien könnte das Deutschland des Westbalkans sein, der Wirtschaftsmotor. Es ist der größte Staat mit der stärksten Wirtschaft. Was geschieht stattdessen? Aggression nach innen und außen. Herr Kommissar Reynders, Sie sind wieder da, fast die gesamte Plenarwoche hier für die Europäische Kommission. Richten Sie Herrn Borrell aus, richten Sie Herrn Vaheli aus. Was Sie hier hören im Parlament, lesen Sie als Kommission die Berichte der Wahlbeobachtungsmissionen und seien Sie nicht überrascht. Niemand kann überrascht sein darüber, wie die angeblichen Wahlen gelaufen sind in Serbien, wenn etwas agiert wie ein autoritäres, undemokratisches Regime, wenn etwas reagiert wie ein autoritäres Regime, wenn etwas verhält sich wie ein autoritäres Regime, dann ist es möglicherweise ein autoritäres Regime. Und es ist Schluss mit Appeasement. Das ist meine Bitte an die Europäische Kommission. Helfen wir den Menschen in Serbien, die Freiheit wollen. Sie verdienen es. Sie verdienen eine europäische Zukunft. Seien wir an der Seite dieser Menschen und tun wir das Beste dafür, dass Serbien eine gute Zukunft hat nach diesem Regime.